für aktuell nur 1 Euro pro Tag mit Bus und Bahn durch ganz Baden-Württemberg fahren? Das Jugendticket BW macht es möglich. Was genau dahinter steckt, für wen das Ticket gedacht ist und was ihr beachten müsst, das alles erkläre ich euch heute. Ich bin Tobi, euer Mobilitätschecker. Kurz erklärt mit Tobi. Fangen wir mit einem kleinen Beispiel an. Das hier ist Lukas. Lukas ist 20 Jahre alt und studiert in Heilbronn Elektrotechnik. Dafür ist er extra aus Tübingen hergezogen. Am Wochenende besucht er häufig seine Familie oder er kehrt zum Handballspielen zurück nach Hause. Jetzt gibt es da nur ein kleines Problem. Das Semesterticket, für das Lukas pro Jahr 380 Euro zahlt, das gilt nur im HNV-Verband. Tübingen liegt aber mehrere Verbünde weiter. Bisher musste Lukas also jedes Mal ein extra Ticket kaufen. Und weil als Studierender das Geld sowieso häufig knapp ist, hat er sich das eher selten geleistet. Und auch andere Ausflüge, zum Beispiel in den Schwarzwald oder an den Bodensee, die spart sich Lukas lieber. Zum Glück haben Land und Kommunen am 1. März 2023 das Jugendticket BW eingeführt. Das Ticket kostet aktuell 365 Euro im Jahr und gilt in allen 19 Verkehrsverbünden in ganz Baden-Württemberg. Lukas bezahlt mit dem Jugendticket BW also pauschal schon mal 15 Euro weniger. Und er kann in seinem Verein weiter Handball spielen, ohne dass es ihn extra kostet. Einzige kleine Einschränkung, das Ticket gilt nicht im Fernverkehr und auch nicht für die erste Klasse. Ansonsten heißt es aber, freie Fahrt voraus. Für wen gilt das Jugendticket BW jetzt eigentlich? Generell können alle Menschen das Ticket kaufen, die jünger als 21 sind und in Baden-Württemberg wohnen. Bei Studierenden, Auszubildenden, Freiwilligendienstleistenden und Schülerinnen und Schülern, da gilt sogar bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie komme ich ran an das Jugendticket BW? Kurz gesagt, alle Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg verkaufen das Ticket ab sofort in ihren Abo-Centern. Ähnlich wie Lukas besitzen viele von euch aber schon ein Semesterticket oder ein Schulabo. In dem Fall könnt ihr euch direkt bei eurem jeweiligen Verkehrsverbund informieren. Der bietet dann die Möglichkeit, euer bestehendes Abo in ein Jugendticket BW umzuwandeln. Ob ihr das Abo dann wechseln solltet, das liegt in dem Fall ganz bei euch. In den meisten Fällen ist das Jugendticket BW aber deutlich günstiger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es nicht nur in einem, sondern in allen Verkehrsverbünden in ganz Baden-Württemberg gilt. Und dazu auch noch in allen Bewegzügen. Kündigen könnt ihr das Jugendticket nach dem ersten Jahr dann monatlich. Mehr Informationen findet ihr über den Link hier unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wird das Jugendticket BW eigentlich eingeführt? Das Land möchte einerseits junge Menschen wie Lukas und ihre Familien finanziell entlasten. Andererseits möchte es den ÖPNV für junge Menschen attraktiver gestalten. Dafür nehmen Land und Kommunen eine Menge Geld in die Hand. Allein das Verkehrsministerium in Stuttgart bezuschusst das Ticket mit 327 Millionen Euro. Fassen wir nochmal zusammen. Das Jugendticket BW ist eine preisgünstige Jahreskarte für junge Menschen. Das Ticket kostet aktuell 1 Euro pro Tag, also 365 pro Jahr. Mit dem Ticket in der Tasche fahrt ihr seit dem 1. März 2023 durch ganz Baden-Württemberg und müsst euch aber keine Gedanken mehr um Tarifgrenzen, Anschlusstickets oder Ähnliches machen. Aber was haltet ihr eigentlich vom neuen Jugendticket BW? Habt ihr euch vielleicht sogar schon eins gekauft? Dann schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare und abonniert auch unsere Kanäle, damit ihr immer up to date bleibt. Wir haben für euch jetzt noch ein richtig cooles Video hier oben parat. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann geht's weiter. Ne, ernsthaft, also einfach klicken. Ja, macht was ihr wollt, aber ich fahre jetzt zum Bodensee.